Hallo, liebe Leute. Wir befinden uns hier vor der Gaststätte Bürgergut, die seit über 30 Jahren leer steht. 30 Jahre. Liegt es daran, dass hier niemand wohnen will? Nein. Links davon steht ein Wohnblock mit rund 200 bewohnten Apartments. Liegt es daran, dass hier kein Gewerbe möglich sei? Nein. Rechts von uns steht ein Hotel der B&B-Kette. Liegt es daran, dass es keine InteressentInnen gab, aus der Gaststätte etwas zu machen? Nein. Wieder nein. Vor 4 Jahren starteten Obdachlose zusammen mit AktivistInnen von Recht auf Stadt die Initiative, die Gaststätte wieder herzurichten. Säckeweise wurde Abfall gesammelt und wegtransportiert. Im ersten Stock gibt es ungefähr 20 kleine Pensionszimmer. Die wären ideal als Einzelzimmer für Obdachlose. In Regensburg gibt es nur Sammelunterkünfte, keine Einzelzimmer. In Sammelunterkünften dürfen beispielsweise keine Tiere, also Hunde meistens, mitgebracht werden. Im Erdgeschoss gibt es eine Küche mit Frühstücksraum und Gesellschaftsraum sowie eine Außenterrasse, die jetzt natürlich zugewachsen ist über im Laufe der Jahre. Hier wäre wunderbar Platz für einen Nachbarschaftstreff und Kleinkunst. Unsere Theatergruppe, das Bühtheater, die diese Kundgebung hier veranstaltet, hätte sich gefreut, dort regelmäßig aufzutreten. Im Dachgeschoss können Bandräume oder Ateliers untergebracht werden oder Theaterprobenräume. Im Keller ist eine Kegelbahn eingebaut. Ideale Voraussetzungen also für ein so cool, ein soziales Kulturzentrum. Doch die Initiative wurde vom Investor aus Paukirchen, der RMI Immobilien, gestoppt. Polizeiliche Räumung wegen Hausfriedensbruch. Wie bitte? Hausfriedensbruch? Der Frieden von Menschen kann gestört werden, aber doch nicht der eines leeren Hauses. Der Investor argumentierte, in wenigen Monaten werde die Gaststätte abgerissen und ein Hotel gebaut. Das war, wie gesagt, Frühjahr 2017. Wie man sieht, steht die Gaststätte immer noch völlig nutzlos in der Gegend herum. Nichts wurde abgerissen, nichts wurde gebaut und leider auch nichts wurde renoviert. Warum will der Investor keine Nutzung zulassen, obwohl er selbst offensichtlich nichts damit anzufangen weiß? Spekulativer Leerstand. Ursprünglich gehörte das Gelände der Turn- und Taxis GmbH. Diese verkaufte das Areal schon Anfang der 90er Jahre. Zwischenzeitlich wechselte es mindestens einmal den Eigentümer. Offensichtlich wartet RMI Immobilien ab, wie sich das Gebiet entwickelt, um größtmöglichen Profit zu machen. Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. So steht es im Grundgesetz. Wird hier nach dem Grundgesetz gehandelt? Nein. Boden ist ein knappes Gut. Er ist endlich, er kann nicht vermehrt werden. Wer Boden hat, aber die Allgemeinheit ausschließt, verstößt gegen das Grundgesetz. Leider geht es in diesem Staat oft nicht nach dem Grundgesetz, sondern nach dem Recht des Stärkeren. Nach Profit und Geld, nach den völlig irrationalen Regeln der kapitalistischen Wirtschaftsform. Nur in diesem irrationalen und menschenfeindlichen System macht es Sinn, Häuser und Boden leer stehen zu lassen. Denn in einer Boomtown wie Regensburg kann nach wenigen Jahren die Fläche mit sattem Gewinn weiterverkauft werden, ohne Mühe, ohne Arbeit, ohne die geringste Investition. So darf es nicht weitergehen. Wohnen ist ein Menschenrecht. Wir dürfen Leerstand und Gewinnmacherei nicht länger akzeptieren. Es ist
unser Gemeinwesen, unsere Kommune. Wenn Leerstand nicht genutzt wird, muss er enteignet werden. Wir haben jedes Recht der Welt dazu. Danke.